ändere meine Stellung nochmal. Geil. Glaubst du, man kann das da unten so alles verstopfen, wenn man zu viel Kaugummis runterschluckt? Mach's nicht. Kannst du probieren. Hi, mein Name ist Nico und das ist Fabi. Er hat eine Brille auf, by the way. Es hat sich viel getan im halben Jahr. Wir haben sogar heute hier einen Tisch. Wir hatten letztes Mal gar keinen Tisch. Das ist auch Upgrade hier alles. Nur das Beste für dich. Ich bin Fabian. Und ich bin für die Klicks da. Er ist für die Klicks da. Er ist auch bisexuell. Da erkennt man weiterhin. Ihn weiterhin. Er hat sich nicht, ist nicht geändert worden. Aber kommt noch. Vielleicht ist er heute auch wieder hetero danach. Kann sein. Oder noch schwul, leider nicht gespielt. Ich weiß nicht. Erklär doch einfach, was wir hier spielen. Wir spielen heute Stadtland Gay ohne zwei, weil du letztes Mal so glorreich gewonnen hast. Hab ich nicht. Ich hab kurz überlegt, aber ich gewinne ja nie in solchen Spielen. Nicht? Nein, auch in der Familie, im Freundeskreis. Ich will deswegen auch sowas nicht spielen. Immer wenn jemand irgendwie vorschlägt, so lass mal Stadt, dann Fluss spielen, mich mal so. Nein. Aber das kann ich auch nicht, weil ich weiß nie, am Fluss scheitert es immer. Und da bin ich aber gut drin. Nee, Fluss, nie. Geografie war ich immer. Nee, null. Drei. Nee, eins. Vielleicht auch fünf zwei. Bei mir, fünf. Auf jeden Fall, deswegen spielen wir das heute auch nicht so. Wir spielen heute einfach Geld. Das habe ich schon ein paar Mal auf dem Kanal hier gemacht. Ja, und heute wieder mit dir. Richtiger Letdown. Ja, ich glaube, ich bin für deine Quote ja hier. Wenn du am Ende mal so ein bisschen auswertest, wie oft du gewonnen oder verloren hast. Nee, das, ach so. Das auch, aber auch für deine Gewinnerquote. Das auch? Du weißt halt, du wirst gewinnen, wenn du mich bei so einem Spiel einlädst. Weil ich halt einfach nicht kreativ in solchen Sachen bin. Okay. Wollen wir mal die Kategorien vorlesen, damit man auch weiß, warum ich nicht gut in dem Spiel bin. Wir haben sie ja auf Instagram gefragt und du hast sie teilweise ausgeladen, also. Genau, also wir haben zum Beispiel. Oh, verpiekst du eigentlich immer, wenn ich verpiepse. Sage? Okay, Ort, darin bin ich noch ganz gut, weil da kann ich mir einfach irgendwelche Orte ausdenken. Kannst du aus deinen eigenen Erfahrungen berichten. Genau. Ja. Dann haben wir Grindername. Darin bin ich vermutlich nicht so gut, weil ich halt auch gar keinen Grinder habe. Same. Also falls ihr auch mal ein Bild von mir auf Grindr seht, ich bin das nicht. Nach wie vor bin ich das oder nicht. Oder er sagt das, weil er nicht Ort, Grindername, dann haben wir Spitzname, also so Spitznamen für dein Glied. Seiner war übrigens mal Turm. Hab ich das gesagt? Ein Turm? Turm. Turm. Das habe ich gesagt, ja. Ne? Ja, aber fand ich gut. Ort, Grindername, Name, Stellung. Da könnte ich vielleicht ganz gut abgrinden. Ist auch wichtig. Und Queer-Ikone, also irgendeine prominente Person, die ansatzweise was mit queeren Dingen zu tun hat. Um wieder das Niveau ein bisschen zu heben hier wieder. Ja, weil sonst ja. Ist ja alles ein bisschen niveaulos. Also wenn zum Beispiel L kommt, Lady Gaga wäre so ein Beispiel. Ja, oder bei N, Nico ab. Okay. Okay. Dann fangen wir an. Also Instagram ist obviously überall verlinkt, wo man sich eben verlinken kann. Und ich würde sagen, start los. Als würde es so viele Orte geben, wo man Links reinpacken kann. Ja, halt. Beschreibung. Wir haben herausgefunden, dass ich durch diese Brille maximal intelligenter wirke und deswegen ziehe ich die auf. Das neue Wort ist übrigens Giga, ne? Habe ich letztens erfahren in der Jugend heutzutage. Das heißt nicht mehr maximal, sondern Giga. Ach so. Das habe ich auch nicht gewusst. Meine Schwester ist 14 und nicht 80, so wie ich. Aha. Deswegen hat sie mir das gesagt. Das heißt Giga. Giga? Ja, es ist neue maximal. Wow. Du bist gigaschlau jetzt. Das ist, glaube ich, so ein Vodafone-Werbewort. Deswegen sagen wir das nicht. Weil es nicht bezahlt ist. Aber Vodafone, wenn du wolltest, dann, du bist der Telekom-Boy. Ja, ich kann gerade nicht mit Vodafone. Aber ich kann mit Vodafone sagen. Ich finde Vodafone auch kacke. So. Ich finde Vodafone ganz super. Verliere ich mal. Wobei, hier ist Vodafone, hier im Büro und bei mir oben ist Telekom. Ich bin. Okay. Ich bin Bi. Ja. In dem Fall. Ich kann das nicht. Ich muss bei der Telekom bleiben. Okay, dann kannst du auch mit A anfangen, wenn du willst. Und ich sage ganz stopp. Mhm. Bereite dich gut vor. Ja. A. Stopp. H. Oh. Oh Gott. Ich habe immer mal, was mein Kopf so projiziert. Fehlt nur eins noch? Nein! Mir fehlen noch zwei! Scheiße! Das kann doch einfach nicht sein. Shawn Mendes. Lady Gaga. Ich sehe schon, wie wir jede Runde an diesem Ding verkacken werden. Das ist die einfachste Kategorie eigentlich, weil du kannst dir irgendeinen Promi ausdenken, irgendeinen Influencer, irgendeine Influencerin. Fällt aber auch keiner auf H ein. Nein! Okay. Beruhig dich. Die Brille hilft nicht. Ja. Zählt Johanna. Zählt Kost. Arzt. Ich finde das viel witziger. Fabian Grisch. Wir müssen aufhören, oder? Wir müssen, glaube ich, aufhören. Das ist einfach dumm. Fangen wir an. Ich habe Hühnerhof. Ich habe Hinterhof. Aber auch einen Hof. Aber warum sind bei dir denn Tiere mit involviert? Nicht involviert, aber vielleicht ist es so ein Bauernkink, dass so die bei den Hühnern so. Also Hof hättest du ja auch einfach nehmen können. Ich hätte doch einfach Hof nehmen können. Okay, aber beide ziehen, ne? Ist ja. Ich hätte auch Hof nehmen können. Das ist mein Grindername. Hotty Flotty. Oh, ich hab Horny Herber 89. Jetzt kommt der 89. Das ist so einer, der dir schreibt, hey, willst du ein bisschen TG haben? Das ist so der, was ich meine. Ja. Das ist eklig, aber wir kriegen 10 Punkte. Das Grindr ist auch nicht immer schön. Ich hab bei P***am wieder an den Turm gedacht, aber dann habe ich mich für Hoher Hubert entschieden. Oh mein Gott, du hast letzte Folge auch gesagt, Hoher Hugo. Ich habe Hoher Hugo geschrieben.
Was hast du? Ach ja, ich hab Hüpfburg. Hüpfburg? Weil du drauf rumhüpfen kannst. Oh, wow. 10 Punkte. Weißt du, was ich meine so? Weißt du? Stellung habe ich jetzt Hundestellung geschrieben. Oh, ich habe auch Hüpfburg. Du kannst ja... Ach so, aber nennst du das dann echt? Du nennst hoffentlich eine Susi Hundestellung. Ja, stimmt. Hast du Bock auf Hundestellung? Ja, aber hast du Bock auf Hüpfburg? Ist vielleicht auch ein süßer Kosename. Ja, gut, gut. Auch wieder 10 für jeden. Was hast du denn bei Ego? Ja. Was hast du denn da? Ich habe da erst tatsächlich an Hillary Clinton gedacht. Aber das willst du dir nicht so unterstellen hier, bitte? Nee, das also nur, aber weil eigentlich Tyler Oakley in ihrem Wahlkampf sie so ein bisschen supportet hat. Ich würde nicht behaupten, dass die deswegen eine Ikone, weißt du, so. Nee. I see. Jetzt musst du, glaube ich... Ich muss A sagen. Und ich sag Stopp. Du sagst B. Halt, Stopp! Gleich geht's weiter. Hier nur kurz Empfehlung von mir. Wie wir alle merken, an unseren Körpern, an den Temperaturen, es wird langsam Sommer. Sehr schnell. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Sommerfan, aber ich finde, der Sommer ist dafür voll gut geeignet, um Accessoires auszutesten, die man im Winter sowieso gar nicht sehen kann, to be honest, weil alles unter Mäntel angepackt ist. Ihr kennt sicherlich noch Nordgreen. Ich habe Nordgreen schon ein paar Mal hier vorgestellt. Und Nordgreen hat super stylische Uhren, die auch super bequem sind am Handgelenk einfach auch. Und Nordgreen hat unter anderem neue Bänder in ihrem Sortiment aufgenommen, die passend zum Sommer für neuen Schwung in eurem Style, ne? Sorgen. Ich finde das schon cool, dass man bei Nordgreen diese Bänder einfach austauschen kann. Unter anderem gibt es bei Nordgreen NATO-Armbänder, also atmungsaktiver Stoff, dann Silikon, ich glaube Silikon kennen wir alle. Dann gibt es noch Mesh, das habe ich hier gerade dran. Denkt man auch mal, es ist kratzig, aber ich finde es voll bequem, ich merke die Uhr gar nicht im Handgelenk. Und was ganz Neues ist das Link-Armband, das zeige ich euch mal hier eingeblendet, das kann ich ganz schlecht beschreiben, aber sieht sehr cool aus. Am 22. Juni bis 13. Juli habt ihr die Chance, einen Jutebeutel passend zu eurer Bestellung zu erhalten, der aus 100% Recycle-Materialien besteht. Ich habe ja schon mal gesagt, Nordgreen setzt sich sehr krass dafür ein, den CO2-Fußabdruck in der Welt so gering wie möglich zu halten, was ich sehr cool finde. Und ich habe noch was Cooles für euch. Zu jeder bestellten Uhr gibt es entweder ein kostenloses Armband oder 15% auf die gesamte Bestellung. Für ein kostenloses Armband benutzt den Code NICOSTRAP und für die 15% auf das gesamte Angebot NICOAB. Also... April abgekürzt, you know. Wie gesagt, ich arbeite schon länger mit Nordgreen zusammen, weil ich einfach die Firma total toll finde. Sie ist stylisch, sie ist komfortabel und sie setzt sich für die Umwelt ein. Besser geht's auch eigentlich gar nicht. Also wenn ihr Bock drauf habt, ist der Link in der Beschreibung verlinkt, logischerweise. Schlagt auf jeden Fall zu. Ich finde sie echt cool. Es gibt die Armbänder und auch in verschiedenen Farben, also man kann sie zu verschiedenen Sachen kombinieren. Ja, nur ein kleiner Tipp von mir am Rande. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß und have fun. Stopp. Ich hab schon mal die Ikone geschrieben, zumindest. Stopp. Es ist richtig mies, es ist richtig mies. Ich schäme mich unglaublich dafür. Wenn das irgendwer aus meinem engeren Freundeskreis oder meiner Familie schaut. Nee, mach jetzt, also jetzt ausmachen, okay? Dein Ort? Toilette. Oh, ich hab Tisch. Da gibt es ja auch einen Tisch in der Toilette. Warum hast du denn dich so gefreut? Okay. Ich hab mich nicht gefreut, war was. Ich hab Tisch. Hab kurz an meine Erfahrungen denken müssen. Nicht auf dem hier. Nicht bei Tisch, bei Toilette. Ach so. Ja. Aber der ist auch so ein bisschen, der ist nicht der so stabil, ne? Ja, willst du den gerade judgen? Obwohl? Das ist unstable mit meinem Kanal. Spaß. Ja, das ist eigentlich so ein Grilltisch, aber wir nutzen den halt für sowas eigentlich. Ja, also Grill-Grinder-Tisch. Grill-Grinder. Wo wir bei Grinder-Name sind, ich schäme mich wirklich dafür. Stell dir einen so Mitte 40, oh Anfang Gott. 50-Jährigen vor und das ist so ein bisschen, das ist so ein... Ein bisschen so ein Naturbursche, hat auch so etwas längere Haare und deswegen nennt er sich da Tarzan. Oh. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann mir vorstellen, wie behaart er ist. Okay, dann gilt das. Ja. Weil ich dachte auch erst so, ja, das ist einfach total dämlich, aber... So heißt auch schon Mendes Hund. Ich bin gar nicht so drin in dem Schau. Oh, ich werde hier, glaube ich, richtig fertig gemacht. Wenn ich natürlich weiß ich, dass er Tarzan heißt. Ja. Ich habe Turbo-Tobias. Ich würde dir gerne dafür 100 Punkte geben. Finde ich cute. Würde ich nicht anschreiben, aber finde ich cute. Ja, was hast du? Ich hab Turm. Turm. Ich hab auch. Ich hab kurz überlegt, ob ich muss das es leider da. Machen. Es ist ein anderes Video auch. Genau, deswegen darf ich das machen, ne? Und ich wollte es machen als Hommage. Okay. Stellung. Ich weiß nicht, was es ist, aber es klingt spaßig. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Kamasutra drin stehen würde. Es heißt Tutti Frutti. Hm? Klingt wie eine Sexstellung, finde ich. Ja, aber auch relativ weit hinten in so einem Buch. Ich habe jetzt einfach Trio geschrieben, weil ich mir sicher bin, dass man irgendwo auf dieser Welt zu Dreier Trio sagt. Ich sag das jetzt. Du sagst das jetzt immer, okay. Wenn du deine Trios in Berlin hast. Wen hast du bei... Tyler Posey. Ich habe Tyler Oakley, cool. Siehst du mal. Das wäre auch wieder 10. Der ist ja nicht gay, aber der ist schon so eine Gay-Icon irgendwie, habe ich das Gefühl. Das ist doch schon mindestens für Arme. Der war mal ein Begriff. Na, ich glaube, der ist weiterhin noch relativ seriös etabliert. Ja? Ich glaube, seine Videos guckt einfach keiner mehr. Ja, das meine ich doch. Aber ich weiß, er hat an Muskelmasse zugenommen, habe ich gesehen. Der hat so eigene Fitnessvideos mal hochgeladen. Huh. Ja. Stopp. E. Gott, bin ich eklig.
Gott, bin ich peinlich. Stopp. Shit. Also ich schäme mich für diese Runde. Ja, unglaublich. Mein Ort ist... das Elternbett. Es heißt ja nicht, dass du da haben musst. Es ist nur ein Ort, an dem man potenziell haben kann. Vielleicht haben das manche, man weiß es nicht. Vielleicht ist das manche für manchen ein King. Ja. Für dich scheinbar nicht. Ich bin so unkreativ, ich habe einfach nur Eingang geschrieben. Weiß ich nicht. Das war Wäscheeingang, ne? Ich habe irgendwie an so einen Club gedacht, da habe ich aber gefragt. Wer macht das denn? Wer macht das, genau. Ich lasse es für mich jetzt hier gelten, aber eigentlich... Ich lasse es für mich jetzt hier gelten? Eigentlich ist das Politiker, nicht, Politiker bist du hier. Ich lasse es für mich gelten. Für mich lasse ich das gelten, aber streng genommen auch auf die gesamte deutsche Bevölkerung betrachtet, würde ich das einfach nicht empfehlen. Meiner Name kriege ich auf jeden Fall die doppelte Punktzahl. Okay. Also 20. Weil ich irrigierter Erik habe. Yeah. Meine ist einfach nur Enjoy, Zwinker-Smiley. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Aber halt auch, das macht niemand unter 30. Nein, das merkt man den Generationsgap. Ja, also irgendwie junge Leute sind auch total unkreativ auf Grindr. Also das heißt unkreativ, aber nicht haben so relativ normale... Nicht so wie du mit deinem... Irrigierter Erik. Ich hab's gar nicht lesen können, ja, genau. Das Name. Du bist international jetzt hier, ich hab's einfach mal Eggplant genannt. Das vielleicht hast du auch so eine amerikanische Freundin oder so einen Freund und der sagt dann so... Can I see your eggplant? Ich habe auch wieder mir vorgestellt, dass das irgendein älterer Mann sagt, der nennt seinen irgendwie so meinen kleinen Ernie. Okay. Vom Ernie ist ja so behaart auf dem Kopf, ne? So locken und so. Ich hab eine richtig eklige Runde jetzt hier, fällt mir gerade auf. Ich habe keine Stellung. Ich habe irgendwas überlegt mit Einzeln oder Ein, also so. Also meinst du es auch echt, glaube ich, gecheatet, aber du musst es ein bisschen versinnbildlichen. Kennst du diesen Begriff Knusperparty bei Frauen? Okay, muss ich jetzt auch hier nicht erklären, glaube ich, to be honest. Könnt ihr ja googeln. Tu das nicht. Also im privaten Modus. Erdbeerpflücken. Rote Erdbeeren, so. So. Erstmal möchten wir uns entschuldigen bei allen weiblich gelesenen Menschen. So, Punkt 1. Weiblich gelesene Menschen? Bei Menschen, die ihre Periode haben. So das rote Meer eintauchen und so. Ja. Sagt man das nicht so? Du musst ja, so. Du musst nicht, ja, aber ich mochte das noch nie dafür so. Ja, kriegst 10 Punkte, kriegt keiner. Ja, es ist ja. Ja. Kriegt ja 20, oder? Kriegt man 20, wenn ja, man. Ja, wenn er Trinität hat, kriegst du 20. Echt? Mhm. Das würde ich auch nochmal. Kann das. Anna, kannst du das mal nachgucken, bitte? Kannst du jetzt hier einblenden? Ja, bitte. Aber Queer-Ikone. Hast du? Sie selbst ist nicht queer. Möglicherweise stehe ich mit der vor der Kamera. Okay. In auch einem queeren Spot. Und ich glaube, der kommt diesen Sonntag raus, der Spot. Okay. Elif, kennst du die? Ah, Elif kenne ich, ja. Ich habe Elif, die ist jetzt nicht queer, aber... Ich habe mit ihr letztens an einem Projekt gearbeitet, standen wir zusammen vor der Kamera. Also das ist noch nicht veröffentlicht worden, aber wenn es raus ist, wirst du verstehen, warum ich sie hier aufgeschrieben habe. Das ist ein Promi-Hunter, ne? Wie Eilish, Elif. Ich kenne sie alle. Nein, Mann. Ich habe immer Watson. Du musst wieder A machen, ne? Ja, A. Stopp. Das war schon wieder räudig bei mir. Oh Gott. Olivia Jones. Schau, das war ein Promi gerade. Ich auch. Mir fällt gerade nur Uwe Ochsenknecht ein. Das ist das Einzige, was mir im Kopf gerade ist. Ja, da kann man so tun, dass Udo Lindenberg eine Ikone ist. Ich ändere meine Stellung nochmal. Geil. Ich hab was und vielleicht gibt es einen Mitleidpunkt dafür. So, was ist dein Ort? Vielleicht habe ich da U-Bahn geschrieben. Ah, ich habe U-Bahn! Okay, gut, das ist nicht so peinlich. Es ist Berlin, ja? Was hast du bei Grindr nach? Also, das ist ganz platt, aber so würde es sich safe. Hey, würden sie Leute so nennen, Uwe 60. Ich hab, und den gibt es übrigens wirklich, aber nicht auf Grindr, sondern den gab es ja wirklich in Berlin, den U-Bahn. Echt? Ja. Deswegen U-Bahn. Der hat von Joko und Klaas sogar einen Preis bekommen. Jetzt ist peinlich. Was hast denn du da? Ich hab Umbertus. Gott, so italienischer einfach. Ich hab Unterhosenheld. Das finde ich gar nicht so schlimm. Das ist auch ein bisschen peinlich. Ja, halt allgemein irgendwie seinem Geschlechtsorgan Namen zu geben, das finde ich immer sowieso ein bisschen merkwürdig. Das stimmt. Kennst du so, ich sag mal so 18-Jährige, die ihrem Pimmel Namen geben? Nein. Ist doch ganz cool. Nein. Naja, okay, Stellung. Das ist zwar ein anderer Begriff, ich habe ein bisschen entfremdet. Underdog. Ich habe umgekehrt. Also zum Beispiel stell dir so einen heterosexuellen Geschlechtsverkehr vor. Oh, Spaß. Und sie aber zum Beispiel mal so ein Strap-on. Und I see. Habe ich bei Princess Charming gelernt, was Strap-on heißt. Wusste ich davon nicht. Echt? Ja, ich brauch's ja nicht. Ich auch, also ich jetzt nicht, ne? Queer-Ikone, ja. Dafür, also es gibt auf keinen Fall 10 Punkte. Okay. Es ist auch keine Person, aber was ist denn so ein Symbol neben Regenbogen? So Unicorn? Aber es gibt ja keine Einhorn. Ja, komm, es gibt ja 5 Punkte. Okay. Ich hab mir halt das, weißt du, das Einhorn als die Ikone. I see. Ich möchte festhalten, wenn gleich er kommt, zählt Regenbogen nicht. Okay. A. Stopp. K. Oh, ich wollte eigentlich S haben. Oh, ey, der Promi-Name, ne? Das machen wir nie wieder. Bist du dumm?
Okay, stopp. Fuck, ich wollte es gerade schreiben. Ich hab Kino. Keller. Ist aber das Gleiche. Grindername? Kevin der Geile. Ja, King 69. Das ist lustig. Ja, vollkommen monoton. Das ist lustig. So. Kleiner Willi. Oh. Ich habe, weil es einfach lustig ist, Kevin. Okay. Okay. Finde jetzt nicht kreativ, aber lasse ich irgendwie noch durchgehen. Ich habe bei Stellungen einfach Kamasutra, weil das ganz viele Stellungen sind. Ja, ich habe auch Kuschelparty. Aber was hast du bei Queer Ikone? Ken von Barbie. Diese Puppe, Ken. Ja, ja, ja. Das ist so das Optimum eines Mannes, ist ja das so dargestellt, ne? So ohne Schritt halt. Das ist nicht so optimal, aber. Ich wollte irgendwen von den Kardashians da hinschreiben. Ja, aber da sind doch viele, viele. Ist okay, ja, wahrscheinlich. So Lady Gaga-mäßig. Ich wollte gerade halt Kim Kardashian, weil die hat so Doppel-K. Okay, dann schenkst du mir den Punkt. Dann schenkst du oder fünf. Du kriegst 10, ich krieg 5. Ich mach das übrigens, ich halte das jetzt mal hier hin. Boah, das kann man nicht gut lesen, ne? Falls das jemand kontrollieren möchte, dass ich nicht schummel, ne? Hast du mehr als 100? Ich habe mehr als 100. Es könnte die erste Folge sein, in der wir Gleichstand haben oder ich gewonnen habe. Hast du das geschielt? Nee. Also hast du mehr als 150? Ich habe mehr als 150. Hast du mehr als 180? Ich habe mehr als 180. Hast du mehr als 200? Ich habe mehr als 200. Bist du jetzt raus? Nee, ich bin noch drin. Aber wie viel hast du? Ich habe 210, genau. 210. Ja, hast du doch nicht gewonnen. 230. Warum denn? Ja, weil ich glaube genau, weil ich hatte hier und da, stimmt, und das kommt hin. Ach Mann. Ich habe kurz gedacht, wir könnten beide 210 haben. Ach Mann, aber das war, also auch wenn es irgendwie nach mehr klingt, es ist relativ knapp. Hättest du diese 21 Punkte halt nicht gehabt. Ja, aber das waren die Erdbeerpflücker. Die haben ja, hättest du das nicht gehabt, hätten wir Gleichstand gehabt. Die Erdbeeren habe ich gerettet. Erdbeerpflücker war deine Rettung. Nur deswegen hast du gewonnen. Und ich bin bis heute davon überzeugt, dass es das nicht gibt. Also ihr könnt sowieso in den Kommentaren mal abstimmen, wer gewonnen hat, weil, wie gesagt, ob man das durchgehen lassen kann, ist halt unsicher. Ihr könnt aber auch bei Nico, der hat jetzt parallel auf Instagram eine Story gepostet zu diesem Video, da könnt ihr auch nochmal abstimmen, ob Nico oder ich gewonnen habe. Naja, faktisch habe ich gewonnen. Sieger der Herzen, you know. Sieger der Herzen. So, da kann ich, glaube ich, noch einiges rausholen. Das war doch lustig. Das war gar nicht lustig. Das war wirklich, mir macht das auch keinen Spaß mehr. Ich will auch echt nicht mehr, nicht mehr an diesem Kanal teilnehmen. Ich verliere jedes Mal. Okay, es wird keinen dritten Teil geben, falls du fragst. Ich schwöre dir, wenn du nochmal herkommst, wird diese Szene eingeblendet und dann hast du den Salat. Ja, jetzt mach die Verabschiedung. Okay. Ja, dann guck bei ihm vorbei. Müsst ihr auch nicht, also ja. Dann bis zum nächsten Mal. Das war fast cool. Noch eins. Das war fast cool. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch. Aber das war ganz das. Aber das kann man auch reinschocken. Ja. Vielleicht kann ich das so machen. Ja, es ist traurig. Ist es, aber ich mach das für dich. So. Tschüss!